Virus ist mir wieder ganz gediegen am Start. Heute einen kleinen Workaround für alle Leute, die noch den Card Duplication Glitch machen, um halt an etwas Kohle ranzukommen. Das Ganze hier funktioniert solo. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr das Ganze etwas entspannter haben wollt, in einer Einladesitzung machen mit einem Freund. Ansonsten, das, was ich jetzt hier im Video zeige, müsst ihr dann einfach nur übertragen auf halt eine öffentliche Lobby, falls ihr jetzt gerade keinen habt, der das mit euch machen kann. Was benötigt ihr, um das Ganze überhaupt machen zu können? Ihr braucht eine Autowerkstatt. Diese sollte auch schon komplett eingerichtet sein. Und dann haut ihr in diese Autowerkstatt erstmal alles voll mit Elegies, diese nämlich kostenlos und ihr bekommt somit am Ende natürlich das meiste auch raus. Was für Fahrzeuge empfehlen sich zum Duplizieren? Ihr könnt entweder den Izzy nehmen, da bekommt ihr ungefähr 1,8 Millionen GTA Dollar raus, oder ihr nehmt ein Elegy Retro Custom, da gibt es ungefähr 900.000 GTA Dollar. Als allerletztes braucht ihr dann noch einen MOC. Im MOC muss auf dem letzten Stellplatz ein Lager sein für persönliche Fahrzeuge. Wenn ihr das nun alles habt, fangen wir damit an, wie das Ganze funktioniert. Ich bin jetzt hier in einer Einladesitzung. Wie gesagt, wenn ihr jetzt alleine seid, müsst das Ganze in der öffentlichen Sitzung machen. Ich habe jetzt hier auch schon alles vorbereitet. Es steht alles voll mit Elegies, zumindest so viele, wie ich jetzt duplizieren möchte. Und dann nehmt ihr einfach das Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt und fahrt aus der Werkstatt einmal raus. Das Fahrzeug muss nicht unbedingt in der Werkstatt drinne stehen. Ihr könnt es auch über den Mechaniker aus einer beliebigen Garage anfordern. Wenn ihr dann draußen seid, geht ihr in das Interaktionsmenü, geht auf die Sonderfahrzeuge und geht dann hier auf eure mobile Kommandozentrale und fordert diese an. Nachdem die dann auf der Karte erschienen ist, fahrt ihr dort erstmal hin. Sollte euer MOC dann so stehen, dass ihr nicht mit dem Fahrzeug hinten dran fahren könnt, einfach in den MOC steigen, das Fahrzeug etwas vorfahren und danach könnt ihr mit dem Fahrzeug, was ihr jetzt duplizieren wollt, hinten an den MOC dran fahren, so dass dann auch der blaue Kreis zu sehen ist. Sollte ein Fahrzeug im MOC drinne stehen, ist das total egal, ihr nehmt die Meldung einfach an, falls diese erscheinen sollte, das Fahrzeug wird dann automatisch auf den Stellplatz gerückt, wo jetzt der Izzy stand. Nachdem ihr dann hinten drinne seid, geht ihr einfach aus dem MOC wieder raus und fahrt dann mit dem Fahrzeug zu eurer Autowerkstatt. Wenn ihr dann an der Autowerkstatt angekommen seid, einfach MOC in der Nähe abstellen. Jetzt kommt nun der Punkt, wo ihr einen zweiten Spieler benötigt. In öffentlichen Lobbys ist das meistens so, dass sich immer einer in der Autowerkstatt befindet und ihr mit so immer die Möglichkeit habt, diesen Glitch durchzuführen. Seid ihr jetzt aber in einer Einladesitzung, müsst ihr nun eurem Freund sagen, dass er einmal in seine Autowerkstatt reingehen soll. Er muss nur dort drinne sein und nichts anderes machen. Ihr geht jetzt als erstes mal in eure eigene Werkstatt und geht nun zum ersten Elegy. Anschließend steigt jetzt in einen kostenlosen Elegy einfach ein und fahrt mit diesen aus der Werkstatt einmal raus. Draußen dann angekommen, steigt ihr aus dem Fahrzeug aus, geht in das Interaktionsmenü auf Fahrzeuge und jetzt auf persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Sobald ihr da drauf geht, sollte das Fahrzeug ganz normal verschwinden. Wir gehen jetzt nur einmal mit Kreis zurück und gehen dann auf die Sonderfahrzeuge und gehen dann auf die mobile Kommandozentrale und gehen dann hier auf persönliches Fahrzeug anfordern. Jetzt sollte gleich das Fahrzeug kommen, was wir gerade eben hinten in den MOC reingeparkt haben. Und zwar ist das unser Izzy und dort steht er auch mit den Bennys Felgen. Und nun fangen wir an, das erste Duplikat zu erstellen. Dazu fahren wir jetzt wieder an das Tor der Werkstatt einmal dran. Und jetzt kommt nun der Punkt, wo euer Freund mitspielt. Und zwar müsst ihr jetzt nicht in eure eigene Garage fahren, sondern in die Garage eines anderen Spielers. Das heißt, wir gehen auf die zweite Ebene und fahren jetzt einmal bei unserem Freund in die Werkstatt rein. Wenn ihr in der Werkstatt ankommt, macht bitte nichts, gleich Kreis drücken und X, um die Werkstatt wieder zu verlassen. Draußen dann angekommen, war es das nun auch schon. Das Fahrzeug ist jetzt offiziell dupliziert. Das letzte, was wir nun noch machen müssen, wir fahren wieder hinten an den MOC dran, an den blauen Kreis, rechte Pfeiltaste drücken. Das Lager ist voll, obwohl wir ja eigentlich den Izzy da rausbestellt haben. Die Meldung nehmt ihr jetzt einfach mit X an und landen nun hinten im MOC drinne und haben nun das erste Duplikat erstellt. Jetzt zeige ich euch noch einen Durchlauf, wie ihr das jetzt hintereinander weg machen könnt. Dazu wieder aus dem MOC rausgehen, in die Werkstatt rein und den nächsten kostenlosen Elegy einmal rausfahren.
Ich bin jetzt wieder hier in meiner Fahrzeugwerkstatt. Ihr seht, einmal befindet sich ein normaler Izzy da und einmal befindet sich ein Izzy mit Bennys Felgen dort. Und das ist nämlich das Duplikat. Und dieses Duplikat ist auch clean, da es nun das Kennzeichen vom Energy bekommen hat. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal von vorne, steigen wieder in einen kostenlosen Energy ein und fahren mit diesem Fahrzeug raus. Draußen dann wieder angekommen, aus dem Fahrzeug aussteigen, wieder in das Interaktionsmenü gehen. Wir gehen auf Fahrzeuge und gehen dann auf persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Der Energy wird hier auch wieder verschwinden und unsichtbar. Danach gehen wir wieder einmal zurück auf die Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale und gehen hier wieder auf persönliches Fahrzeug anfordern. Und jetzt sollte natürlich im besten Falle wieder unser Izzy kommen und dort steht er auch wieder mit den Bennys Felgen. Wir steigen jetzt wieder in das Fahrzeug ein und fahren an das Tor von der Werkstatt wieder dran. Hier auch wieder ganz wichtig, nicht in die eigene Garage fahren, sondern bei dem Kumpel wieder reinfahren, auswählen und dann landen wir auch hier wieder in der Werkstatt. Und sobald ihr dort drinne seid, wieder Kreis drücken, nichts am Fahrzeug ändern und die Tuning-Werkstatt verlassen. Und um das Ganze jetzt abzuschließen, wieder einmal an den MOC hinten dran fahren, an den blauen Kreis, rechte Pfeiltaste drücken. Ihr seht, der MOC ist angeblich schon wieder voll, Meldung mit X annehmen und wir landen jetzt wieder mit dem Izzy im Anhänger. Wir gehen nochmal raus und überprüfen jetzt das Ganze, ob das Fahrzeug tatsächlich dupliziert wurde. Deswegen nochmal in die Fahrzeugwerkstatt reingehen und nach dem Ladebildschirm seht ihr jetzt, wir haben jetzt hier mehrere Izzys stehen, insgesamt 3 Stück, 2 mit Bennys Felgen und einmal den Izzy, der schon vorher im MOC drin war. Und das war es jetzt auch schon mit diesem Glitch. Das geht tatsächlich richtig schnell. Da könnt ihr in 2 bis 3 Minuten immer wieder eine Kopie erstellen. Und damit war es das auch schon mit diesem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Ansonsten für die Leute, die vielleicht neu auf diesem Kanal sind, ihr könnt auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss.